Willkommen zurück zur dritten Episode von Antonios letzten Tagen. Und ich wurde darauf hingewiesen, doch alle Fenster des Hauses mit Laken zu versehen. Was mache ich jetzt? Ich hoffe, ich habe genug. Die Laken sind nicht hier. Ja, wo habe ich die nochmal hingepackt? Ah, da. Und wie zu sehen ist, jetzt im Vollbildmodus. Ich habe zwar eine geringere Auflösung im Spiel gewählt, aber ich denke mal, es läuft flüssiger und die blöden Ränder sind nicht mehr zu sehen. Aber wie viel habe ich noch? Zwei Laken? Reicht so gerade für die Fenster hier. Ich aufmache. Hier habe ich keine Laken mehr, aber ich habe auch keine Fenster mehr hier. Hier war früher, glaube ich, mal ein Fenster. Wenn das jetzt nicht mehr hier ist, dann macht das ja auch nicht viel aus. Ich glaube, hier sind, ja, hier kann ich ja noch die Vorhänge zuziehen. Ja, und da habe ich ja die Vorhänge entfernt. Aber ich wollte eh ein bisschen Wanderschaft gehen. Oder auch doch nicht. Obwohl, im Nachbarhaus können wir noch reingehen. In das südliche Nachbarhaus. Ich glaube, das ist ein Restaurant. Die Wände sind immer noch kaputt. Alles mitnehmen. Schön friedlich hier. Hier war früher mal ein abgebranntes Haus. Das ist auch nicht schlecht. Ich denke mal, hier gibt es viele Müllsäcke. Vermutet. Ja, eine leere Flasche nehme ich auch nochmal mit. Oh, hier haben wir alle Müllsäcke. Dann schauen wir noch mal kurz hier rein. Genau, ich probiere jetzt nochmal das Schlösserknacken. Primär und sekundär. Ne, das tut hier nicht. Also ich habe nochmal einen anderen Spielstand ausprobiert. Und da hat es funktioniert. Bisschen komisch, dass es hier nicht funktioniert. Ja. Naja.
Ist auch nicht so wichtig. Man kommt ja immer irgendwie rein. Jetzt hier auch auf. Ah. Ist auf jeden Fall besser als die Bratpfanne. Rüste ich erstmal aus. Die Erdnüsse und die Braunen nehme ich auch mit. Und die Orangenlimonade auch natürlich. Noch eine. Ich würde sagen, das ist gelootet. In Schwarz. So, hier mal auch noch eins hin. Und den gucke ich mir auch noch mal schnell an. Den langweiligen Salat. Wohlgenährt. Sehr schön. Alles mitnehmen. Diesmal. Und diesmal habe ich Platz. Ach, jetzt habe ich gar nicht auf Uhr geguckt. So wie das da Hugo auch immer passiert. Aber so lange sind wir noch nicht dabei. Es ging eh noch. Dann hätten wir diesen Laden auch ausgeräumt. Wo mache ich denn das Symbol denn hier um? Und wieder zurück. Hier. Gibt es nicht einen Lichtschalter? Ja. Hier ist Licht schon an. So, jetzt räumen wir erstmal alles verderblich hier rein, in den Kühlschrank. Speck ist schon aufgetaut. Können wir, glaube ich, gar nicht so schnell essen. Ist vorher, meistens vorher wahrscheinlich verschimmelt. So, das hier mal. Erdnüsse, Muffin, Lolli. Chipspreise. Schokolade natürlich. Leere Flasche packe ich in Hauptinventar. Die kann ich nämlich eben auffüllen. Ja, und einmal werde ich dann auch ausprobieren. Nächste Folge wahrscheinlich. Deshalb lasse ich die noch erstmal drin. Die Müllsäcke sind hier.
Kann ich schon insgesamt 3 Regenfässer bauen. Nicht schlecht. Ach, hier hatte ich das ganze haltbare Zeug drin. Popcorn zum Abendessen, ja. Und das räumen wir nochmal eben in den anderen Schrank. Brauchen wir auch. Ordnung muss sein. Auch in einer Apokalypse. Besonders in einer Apokalypse. So, hier tue ich die Bratpfanne hin. Plastiktüte. Schüssel. Und kein Waschbecken. Beziehungsweise keine Spüle. Untypisch für ein Gebäude, aber kann ja auch noch in ein Badezimmer gehen. Dafür. Jetzt wollte ich Popcorn machen. Rein in den Ofen. Und einschalten. Ich weiß noch, vorher war Popcorn ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, es wurde inzwischen gefixt. Weil ich habe Bock auf Popcorn. Nehmen. Ausschalten. Sehr schön. Wäre noch cool, wenn man die irgendwie zuckern, also karamellisieren könnte im Backofen. Das wäre nochmal ein Plus. Ist hier kein Lichtschalter im Flur? Wahrscheinlich. Vielleicht hier an der Tür. Ja. So, Schlafenszeit. Ja, die Übergänge hat Turbo Tune geil gemacht, finde ich. Was? Ist ja schon Mittag. Ich hoffe, ich mache den Schlafrhythmus jetzt nicht kaputt. So. Ja, ich würde sagen, nächste Folge machen wir einen neuen Loot Run, weil da war jetzt kein großer. Ich sag dann mal, bis die Tage. Ciao.